Themen-ETFs sind ein unglaublich spannendes Anlagevehikel und man kann in viele interessante Bereiche investieren. Und dabei ist es ja dann vor allen Dingen wichtig, dass man sich für das richtige Thema entscheidet und ob es jetzt der ETF von Firma A oder Firma B ist, spielt kaum eine Rolle, oder? Dass das ein Trugschluss ist und woran das liegt, darüber möchte ich im Folgenden mit euch sprechen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Consorsbank News. Mein Name ist Stefan Kemper und ich arbeite als Investment-Spezialist im Private Banking von BNP Paribas. Börsengehandelte Fonds oder ETFs, sie gehören zweifelsfrei zu den größten und erfolgreichsten Innovationen der Finanzindustrie. Seit 1993, als in den USA der erste ETF auf den S&P aufgelegt wurde, begann ein unaufhaltsamer Siegeszug dieser Produkte. Und die Gründe für den Erfolg sind so einfach wie einleuchtend. Ein langwieriger und aufwendiger Auswahlprozess, so wie man das bei aktiven Fonds machen muss, der war bei ETFs einfach nicht notwendig. Denn nachdem man den zu investierenden Markt definiert hatte, dann waren Investoren eigentlich auch schon mit einem Großteil des Selektionsprozesses fertig. Aktive Fonds hingegen, da muss man vor allen Dingen auch neben dem Investitionsschwerpunkt das Fondsmanagement genau analysieren und schauen, welchen Anlagestil dieses Fondsmanagement verfolgt. Denn das Geschick des Fondsmanagements bei der Auswahl der Anlagen ist schließlich ein ganz wesentliches Element, welches über den Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Ja, und die gerade schon angesprochenen thematischen ETFs sind eigentlich das jüngste Kapitel in der Erfolgsgeschichte von ETFs. Denn sie bieten Investoren Zugang zu einem breiten Feld an fokussierten Investitionen. Und das Spannende ist, sie zielen dabei auch auf einen Wesenszug von uns Menschen ab. Wir als Menschen, wir mögen Geschichten. Und gerade die thematischen ETFs, die machen diese Geschichten investierbar. Dabei haben ETFs, also die thematischen ETFs, den Vorteil, dass man zwar einerseits sehr fokussiert investiert, dabei allerdings immer noch deutlich diversifizierter ist, als wenn man jetzt nur in eine einzelne Aktie investiert. Und oft ist es so, Investoren haben die Qual der Wahl. Man kann beim gleichen Thema aus den ETFs mehrere Anbieter wählen. Und gerade bei so populären Themen wie zum Beispiel Energiewende oder auch künstliche Intelligenz gibt es dann oft fünf oder mehr ETFs, die sozusagen um die Gunst von uns Anlegenden wetteifern. Ja, und was liegt näher als die Vermutung, dass der Unterschied zwischen einzelnen ETFs, die das gleiche Thema abbilden, eigentlich genauso vernachlässigbar ist, wie zum Beispiel der Unterschied von zwei ETFs, die den DAX abbilden. Wie jetzt der Chart hier jedoch am Beispiel des Themas Energiewende zeigt, ist das ein Riesentrugschluss. Im Zeitraum Ende Juni 21 bis Mitte Juni 23 lag der Performance-Unterschied zwischen dem Produkt mit der besten und der schlechtesten Kursentwicklung bei über 20 Prozentpunkten. Das heißt, das Produkt mit den größten Verlusten sozusagen im Beobachtungszeitraum hat mehr als doppelt so viel verloren wie das Produkt mit den geringsten Verlusten. Und was sich vor allen Dingen auch zeigt, ist, dass weder das beste noch das schlechteste Produkt jetzt in irgendeiner Art und Weise ein Ausreißer war, was die Performance angeht, sondern wenn wir uns die anderen Produkte mal anschauen, dann sehen wir, dass die sich mit ihrer Kursentwicklung eigentlich fast ja gleichmäßig verteilt zwischen dem Spitzenplatz und der roten Laterne einsortieren. Ja, woran liegt das? Und warum entwickeln sich eigentlich die Produkte so unterschiedlich? Ja, die Antwort auf die Fragen, die liegt in der Besonderheit von thematischen ETFs. Denn im Gegensatz zu diesen ganz klassischen ETFs, die einen etablierten Index wie den DAX abbilden, existieren vergleichbare Benchmarks bei thematischen Investments nicht. Die Produkte bilden Themen ab, die in der Regel global sind und sektorübergreifend sind. Und dabei gibt es dann keine festen Regeln, denn so wie jede Person ja auch die gleiche Geschichte mit unterschiedlichen Nuancen erzählt, so interpretieren natürlich auch Produktanbieter jedes Thema individuell. Und das hat zur Folge, dass die überwiegende Mehrzahl der thematischen ETFs einen Index abbildet, der ganz exklusiv für diesen ETF kreiert wurde. Und zwischen diesen Indizes bestehen dann natürlich große Unterschiede, insbesondere hinsichtlich der Auswahlkriterien, also welche Aktien kommen da rein. Das kann schon mal alleine damit anfangen, dass man schaut, wie viel Aktien nehme ich auf oder wie viel relevante Umsätze musste eine Firma machen in einem bestimmten Thema, damit sie in den Index kommt. Ja, vor allem aber führt das dazu, dass die Produkte und dann trotz eigentlich nahezu identischer Namen eigentlich kaum miteinander vergleichbar sind. Wenn wir nochmal an die fünf Produkte gerade denken, da finden sich unter den Top 10 Holdings der jeweiligen ETFs, da ist kein Unternehmen dabei,
das in allen ETFs enthalten ist. Lediglich ein Name taucht viermal auf. Allerdings schwanken auch da die Gewichtungen deutlich zwischen 8,1 und 3,7%. Und aufgrund dieser Diversität in der Konstruktion kann man, glaube ich, die Produkte auch nicht pauschal oder als gut oder als schlecht einsortieren. Es gibt bei thematischen Ansätzen eigentlich kein richtig oder falsch. So Themen wie Energiewende sind von Natur aus derart komplex und vielschichtig, dass es eine Vielzahl möglicher Herangehensweisen gibt, die dann natürlich auch zu unterschiedlichen Schwerpunkten führen. Und daher ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass Märkte in unterschiedlichen Phasen von unterschiedlichen Faktoren angetrieben oder halt auch ausgebremst werden. Und in der Folge ist es dann nur natürlich, dass sich die Produkte, je nach Interpretation des Themas, im Zeitablauf abweichend voneinander entwickeln und über einen kurzfristigen Zeitraum dann halt auch die Performance Leadership variiert. Dann läuft mal der eine besser, mal der andere. Ja, und die Selektion thematischer ETFs ist somit wirklich deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. Im Gegensatz zu den klassischen ETFs können sich Anleger hier halt nicht drauf verlassen, dass ein ähnlicher Name drauf schließen lässt, dass man in ein ähnliches Portfolio investiert. Und um wirklich zu verstehen, nach welchen Kriterien ein solcher ETF investiert, ist es daher sehr wichtig, dass man die Indexregeln versteht und kennt. Und dafür gibt es das sogenannte Index Rulebook. Das ist da unerlässlich. Das Problem ist, die sind meistens nur nach längerer Recherche im Internet auffindbar, dann eigentlich primär nur auf Englisch und es steckt sehr viel Fachjargon sowie Querverweise auf andere Indizes drin. Und das ist was, was die Analyse natürlich gerade für Nicht-Profis deutlich erschwert. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass historische Peer-Group-Analysen oder Vergleiche ebenfalls eigentlich kein verlässliches Kriterium sind, denn aufgrund der individuellen und in der Regel ja des fixen Indexcharakteristika sollte halt eben nicht vermutet werden, dass sich ein Index in allen Marktphasen ähnlich gut oder schlecht zu seiner Peer-Group verhält. Ja, basierend auf den Feststellungen, da muss man eigentlich auch die Frage aufwerfen, ob sich thematische ETFs, selbst wenn wir über einen langfristigen Trend sprechen, als klassisches Buy-and-Hold-Investment überhaupt eignen. Ja, und da die Produkte halt nicht grundsätzlich in gut oder schlecht eingruppierbar sind, ist es vermutlich daher für Anlegende vorteilhaft, halt auch innerhalb eines Themas immer mal aktiv einzugreifen, vielleicht auch mal Produkte zu tauschen und ganz wichtig, immer wieder zu schauen, den gewählten Investitionsansatz zu einem Thema, den aktuellen Marktgegebenheiten anzupassen, zu schauen, ob das noch passt. Als Fazit, um das zusammenzufassen, lässt sich halt festhalten, dass thematische ETFs es für Investoren ermöglichen, diversifiziert in überregionale und sektorübergreifende Trends zu investieren. Sie erlauben es damit, gezielt bestimmte Schwerpunkte im Depot zu setzen und können daher als Satellitenstrategie wirkliche Mehrwerte im Portfoliokontext generieren. Bei der Auswahl der geeigneten ETFs ist aber eine eingehende Prüfung des gewählten Investmentansatzes unerlässlich. Ebenso sollte der gewählte ETF kontinuierlich auch dahingehend überwacht werden, ob seine Umsetzung des gewählten Themas zur aktuellen Marktsituation passt. Ja, und somit kann man dann eigentlich sagen, dass diese thematischen Ansätze für das Anlagevehikel ETF eigentlich auch nichts anderes darstellen als die Abkehr vom Versprechen der Einfachheit. Welchen Ansatz ihr auch immer wählt, ich hoffe, ihr habt Erfolg damit. Ich wünsche euch viele gute Trades und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss. Consorsbank.